Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Seit fast 4 Wochen nun schon ist der Lockdown unsere Normalität und doch sinken die Zahlen der Neuinfektionen nicht so, wie sie eigentlich müssten. Die Kanzlerin warnte heute, dass es noch 8 bis 10 Wochen so weitergehen könnte, gar noch mehr wird schließen müssen. Aus Sorge vor dem unberechenbaren mutierten Virus und aus Sorge, irgendwann nicht mehr alle Erkrankten in den Kliniken behandeln zu können. Zu Beginn der Pandemie haben wir die Pflegerinnen und Pfleger ununterbrochen Helden genannt. In der Zwischenzeit aber viel zu wenig erkannt, welch heldenhafte Leistung diese Leute wirklich vollbringen. Sehr berührend zu sehen in einem Videotagebuch, in dem sich die Pflegerinnen und Pfleger auf Intensivstationen für eine NDR-Dokumentation selbst gedreht haben. Es ist Montag, der 14.12. Es ist jetzt kurz vor 3. Ich komme gerade vom Frühdienst. Tobias Ochmann ist seit 9 Jahren Intensivpfleger in Hamburg. Am Hals den Verband nochmal frisch. Über Wochen hat er seine Arbeit auf Station gefilmt und Videotagebuch geführt. Ebenso Michaela Streetz. Sie arbeitet in Dresden auf der größten Covid-Intensivstation der Stadt. Gerade hier in Sachsen explodieren seit Wochen die Infektionszahlen geradezu. Ich mache das jetzt fast 13 Jahre dort auf der Station und sowas habe ich noch nicht erlebt. Für sie und ihre Kolleginnen ist die Versorgung ungemein kräftezehrend. Regelmäßig müssen sie die Position der Patienten verändern. So soll die Lunge besser belüftet werden. Hierbei darf nichts schiefgehen, kein Schlauch abknicken, nichts verrutschen. Es stehen 4 Pflegekräfte am Bett, 2 links vom Bett, 2 rechts vom Bett. Also 4 Pflegekräfte und tatsächlich ein Arzt, der eben oben am Kopf die Zugänge aufsichert, vor allem den Beatmungsschlauch. Wenn die Patienten da noch ein gewisses Gewicht mitbringen, dann ist es eben in so einem Vollkittel noch anstrengender. Da könnte man theoretisch eigentlich nach jedem Mal, wenn man gelagert hat, duschen gehen, aber die Zeit hat man ja gar nicht. Es ist Weihnachten. In Hamburg muss sich Tobias Ochmann mal wieder aufmachen zum Nachtdienst. Aber wenigstens gibt es einen kurzen Lichtblick. Einer seiner Patienten hat sich so gut erholt, dass sie ihn wieder aufsetzen können. Reagiert auf Ansprache, ist ganz gut kontaktbar. Das sieht momentan ganz erfreulich aus. Noch einmal das Beatmungsgerät umgestellt, dass Sie wieder ein bisschen mehr selber atmen können, okay? Doch nur wenige Tage später ist alles plötzlich ganz anders. Guten Morgen, heute ist der 30. Dezember. Das war jetzt der letzte Nachtdienst und eigentlich auch geplant der letzte Dienst für dieses Jahr. Wir dachten, dass es ihm deutlich besser geht. Das hat sich leider als falsch herausgestellt. Noch hofft er, dass der Patient überlebt. Später wird Tobias Ochmann erfahren, auch dieser Patient hat es nicht geschafft. Auch Michaela Streetz in Dresden kämpft Ende Dezember immer häufiger vergeblich um ihre Patienten. Hier zu sehen, ganz unten eine grüne Linie. Es ist die Herzfrequenz einer Patientin. 15 Tage lang hatten sie versucht, dieses Leben zu retten. Es wird ja jeden Tag mehr. Also immer mindestens einer. Und eben gestern oder in 36 Stunden waren es eben die 8. Dann heute sind es schon wieder 2. Fast alle Patienten, die sie in den vergangenen Tagen gepflegt hat, sind mittlerweile tot, erzählt sie. Sie müssen sie schnell in weiße Leichensäcke einpacken, wegen der Infektionsgefahr. Sie bringen die Verstorbenen dann in einen provisorischen Kühlraum. Die Bestatter können in diesen Tagen oft nicht sofort kommen. Ich muss ja da durch, ne? Es ist ja mein Beruf. Und ich sage immer, das wird spannend, was es danach aus uns macht, wenn wir wieder in den normalen Alltag kommen, wenn so dieses innerliche Adrenalin, was wir ja permanent haben im Dienst, wenn das mal abfällt, wie wir da damit umgehen. Jetzt großartig über irgendein Schicksal nachzudenken, fehlt uns einfach die Zeit. Nun ist es fast Mitte Januar. Ein Ende der Pandemie ist noch nicht in Sicht. In vielen Kliniken würden die Schichten immer länger, erzählt Tobias Ochmann. Wie sieht es mit Ihrer Motivation aus? Na, die geht schon auch langsam immer weiter nach unten, weil auch da die Belastung natürlich immer eine konstant hohe ist. Immer im Hinterkopf zu haben, man könnte sich selber eventuell anstecken oder man könnte irgendwie Leute im Umfeld anstecken. Er sagt, die Pandemie habe bei vielen Spuren hinterlassen. Viele seiner Kolleginnen und Kollegen würden gerade ganz konkret ans Aufhören denken.
was ihnen nicht zu verdenken ist. Weil Pflegerinnen und Pfleger an Erkrankten nah dran sind oder wie in Pflegeheimen an Menschen, die schwer erkranken könnten, sollen sie möglichst schnell geimpft werden. Das Problem, unter den Pflegenden gibt es nicht wenig Impfskeptiker. Und deshalb will der bayerische Ministerpräsident jetzt eine Impfpflicht für diese Berufsgruppe, was bemerkenswert ist. Während die Politik seit Beginn der Corona-Impfdebatte versicherte, in Deutschland werde Impfen immer freiwillig sein, erwägt Bayern nun diese Ausnahme. Kolja Schwarz. Es wird zu einer freiwilligen Impfung kommen. Ja, ich schließe aus, dass es eine Pflicht gibt. Gibt es eine Impfpflicht? Nein. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Wieder und wieder hat es der Gesundheitsminister gesagt und bleibt auch dabei. Doch jetzt, nach gut 2 Wochen Impfungen in Deutschland, wird es von Ärzten in Frage gestellt. Denn ausgerechnet bei den Pflegekräften klappt es nur bedingt mit der freiwilligen Impfung. Zum einen ist mir einfach die Dauer, wo das getestet wurde, einfach zu kurz. Also das war wirklich eine geringe Zeitspanne. Man weiß nicht, was für Spätfolgen das also für einen selber dann auch haben kann. Mir wäre es wohler, ich würde bis im Sommer abwarten können, um zu sehen, wie die Impfung verträglich ist. Belastbare Zahlen, wie viele Pflegerinnen und Pfleger den Peaks wirklich nicht wollen, gibt es noch nicht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder aber bringt nun eine Impfpflicht für diese Berufsgruppe ins Spiel. Wir haben eine Impfpflicht in Deutschland bei Masern, auch für Beschäftigte, die damit zu tun haben, zum Schutz der Kinder. Und deswegen geht es jetzt um den Schutz der Älteren. Und die Auswirkungen bei Corona sind, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, mindestens genauso schlimm wie bei den Masern. Jedenfalls zeigt es die Zahl der Todesfälle. Doch auch die Masernimpfpflicht für Kinder und Betreuende ist umstritten. Einige Eltern reichten Verfassungsbeschwerden dagegen ein. Darf der Staat so in Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit eingreifen? Die Entscheidung aus Karlsruhe steht noch aus. Bei Corona und den Pflegekräften sind die Reaktionen fast einhellig. Die Diskussion sei zum jetzigen Zeitpunkt völlig verfehlt. Die Gründe für die Impfpflicht bei den Masern ist, dass dort ausgeschlossen werden kann, nach der Impfung die Erkrankung weiterzugeben. Das ist bei den Corona-Impfstoffen wissenschaftlich noch nicht erwiesen. Ich bin nicht dafür, dass wir jetzt bei diesem Virus mitten auf dem Weg eine Impfpflicht einführen, wo wir immer gesagt haben, das machen wir nicht. Wir müssen werben, dass sich Pflegepersonal, dass sich Ärzte, dass sich möglichst alle impfen lassen. Aber die Drohung einer Impfpflicht wird eher das Gegenteil bringen. Spezifische Aufklärung wünschen sich auch viele Pflegerinnen und Pfleger. Also aktuell sage ich, dass ich mich impfen lasse. Ich war sehr skeptisch anfangs, habe mich auch länger dann damit beschäftigt, nachgefragt bei Kolleginnen. Der Gesundheitsminister soll sich heute nicht erfreut gezeigt haben über den Vorstoß aus Bayern. Er wolle weiter auf Aufklärung setzen. Und darüber wollen wir reden, und zwar mit Alena Büchs, Medizinethikerin, die dem Deutschen Ethikrat vorsitzt. Denn der soll jetzt, so bittet Markus Söder, über eine Impfpflicht für Pflegekräfte nachdenken. Guten Abend, Frau Büchs. Guten Abend, Frau Miosga. Der Ethikrat hat eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland abgelehnt. Würden Sie für Pflegekräfte eine Ausnahme machen? Also es ist richtig, dass wir gemeinsam mit der Ständigen Impfkommission und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ein Papier im November formuliert haben, in dem wir die allgemeine Impfpflicht klar aus ethischen Gründen ausgeschlossen haben. Wir haben dort auch gesagt, dass es zulässig sein kann, unter bestimmten Umständen über eine bereichsbezogene Impfpflicht nachzudenken. Was heißt das? Unter welchen Umständen? Also da ginge es zum Beispiel um die Versorgung von sehr verletzlichen Menschen, also beispielsweise Patienten oder Patientinnen, die man nicht anders schützen kann als dadurch, dass die Menschen, die sie versorgen, geimpft sind. Und die andere Bedingung liegt dann auch auf der Hand. Wir bräuchten natürlich noch sehr viel mehr Wissen dazu, dass die Impfung auch wirklich dafür sorgt, dass eine geimpfte Person niemanden mehr anstecken kann. Das wissen wir ja leider noch nicht. Aber das heißt, wenn sich bewahrheitet, dass wir nicht mehr ansteckend sind mit dieser Impfung, sind Sie dann für die Pflicht bei Pflegekräften? Wir haben das sehr vorsichtig formuliert,
Also es wäre wirklich sehr sorgfältig zu prüfen, ob eine Situation besteht, in der es keine andere Möglichkeit gibt, als über solche Impfpflichten nachzudenken. Und dann müsste man sich das sehr genau anschauen, wie die Risikoverhältnisse sind und eben auch, was man zu dem Zeitpunkt weiß. Wir haben es aber nicht vollständig ausgeschlossen. Mhm. Beim Masern gibt es ja bereits eine Impfpflicht, auch wenn das juristisch noch nicht ganz durch ist. Lässt sich das also auch bei Corona anwenden? Ich würde diesen Analogieschluss so nicht ziehen, aber wir haben tatsächlich auch 2019 eine Stellungnahme zur Impfpflicht bei Masern formuliert. Und da haben wir relativ klar gesagt, dass wir eine solche sorgfältig umrissene und gut begründete Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen für zulässig halten. Und möglicherweise, kommt ja noch dazu, kommen wir in eine dramatischere Lage, als wir sie im Moment haben. Sollte die Corona-Mutation auch bei uns die Ansteckungen plötzlich vervielfachen, stiege dann der Druck, über Impfpflichten nachzudenken? Ich glaube, ehrlich gesagt, einfach auch, weil wir noch gar nicht wissen, ob die Impfung wirklich die Ansteckung unterdrückt und nicht nur den Individualschutz mitbringt, dass das im Moment zu früh ist. Ich bin aber relativ zuversichtlich, dass die Impfbereitschaft steigen wird, dass sie jetzt schon besser ist, als man es so hier und da hört. Also die Daten sind nicht ganz so schlecht, die man da jetzt in den letzten Wochen gerade zu sehen bekommt. Und es gibt auch Hinweise aus anderen Ländern, wo schon länger geimpft wird, dass je länger das Ganze dauert, desto bereiter die Menschen sind, sich impfen zu lassen. Denn man muss sich klar machen, gerade mit der Angst im Nacken vor neuen Mutationen ist die Impfung der einzige sozusagen auch individuelle Schutz, den wir haben. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da eine sehr hohe Impfbereitschaft haben werden. Die Pflegekräfte in Deutschland sind momentan noch sehr skeptisch. Überzeugt man Menschen, indem man sie zwingt? Also da würde ich ein bisschen differenzierter sein. Viele Pflegekräfte haben Fragen. Und viele Pflegekräfte wollen mehr wissen, wollen eine gute Aufklärung haben. Und da, glaube ich, sollte man die Menschen ernst nehmen und abholen und sehr viel Aufklärung betreiben und einfach vermitteln, worum es bei dieser Impfung geht und dass man da keine Sorge haben muss, dass das irgendwie zu schnell gelaufen ist oder dass es da irgendwelche wilden Nebenwirkungen gibt. Diejenigen, die man gar nicht überzeugen kann, das wissen wir aus der Wissenschaft von anderen Impfungen, die kriegt man auch recht schlecht mit Zwang oder Pflichten. Aber man erreicht durch gute Aufklärung und durch positive Signale sehr viel von denjenigen, die impfskeptisch sind. Und ich bin da, wie gesagt, relativ zuversichtlich, dass das gerade in dieser Situation gelingen wird, in der wir ja alle auch ein Interesse haben, dass man irgendwann mal wieder aus dieser Situation rauskommt. Sagt die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Danke, Alena Büchs, für das Gespräch. Sehr gerne. Das Gespräch habe ich vor der Sendung geführt und die Meinung zur Impfpflicht, die kommt heute von Christina Böker vom Südwestrundfunk. Über Risiken und Nebenwirkungen informiert sie ihr Arzt oder Apotheker. Tausendfach gehört diesen Satz, aber nie haben wir ihn so ernst genommen wie bei der Corona-Impfung. Hand aufs Herz, haben Sie Ihre Ärztin schon mal nach dem Beipackzettel eines Impfstoffs gefragt? Ich nicht. Tetanus, FSME, Grippe. Über Risiken des Corona-Impfstoffes weiß ich aufgrund der öffentlichen Debatte besser Bescheid als über alle Impfungen meines Lebens zusammen. Mit dem Ergebnis, dass ich mich schnellstmöglich gegen Corona impfen lassen möchte. Und mich wundere, dass Pflegekräfte, die einem viel höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind als ich, größere Zweifel am Segen der Impfung haben. Aber muss man sie deshalb ad hoc verpflichten? Wie wäre es, wenn die Politik auch hier erstmal Risiken und Nebenwirkungen dieser Diskussion und ein paar Fakten abklopft? Erstens, wollen die Pflegekräfte wirklich nicht geimpft werden? Es gibt Zweifelnde, das haben wir im Beitrag gehört. Aber es fehlen auch belastbare Zahlen, wie viel Personal Nein zum Impfen sagt. Zweitens, kann ich die Zweifelnden mit Argumenten überzeugen? Ich glaube, da gibt es noch Handlungsbedarf, und zwar vor Ort, im direkten Gespräch. Auch um zu verhindern, dass die Filterblase von Corona-Leugnern die Informationskampagne kapert. Und was drittens für die Einführung einer Impfpflicht essentiell wäre, man muss sie auch umsetzen können. Daran würde sie heute grandios scheitern. Impftermine sind Mangelware, auch Klinikpersonal hängt vielerorts in der Warteschleife,
weil der Impfstoff noch viel zu knapp ist. Hier ist die Politik im Hier und Jetzt gefragt. Eine Impfpflicht ist für mich übrigens kein Tabu. Aber im Moment wäre sie der dritte Schritt vor dem ersten. Die Meinung von Christina Böker. Ähnlich wie beim Impfen wird auch beim Homeoffice die politische Debatte über Können und Müssen geführt. Während der Bundeswirtschaftsminister, CDU, den Firmen keine Vorgaben machen will, ob sie ihre Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen, fordert der Bundesarbeitsminister, SPD, schon lange ein Recht auf Homeoffice und die Grünen wollen die Arbeitgeber dazu verpflichten, wann immer es geht. Und man kann sich schon fragen, warum wir uns im Privaten nur noch mit einer Person treffen dürfen, wenn beruflich gleich ein Haufen Haushalte zusammenkommen und ob es ausgewogen ist, wenn man die Schulen zumacht, aber jeden Tag Menschen in vollbesetzten Bussen sitzen, um zur Arbeit zu fahren. Axel Jun. Mainz heute Morgen. Trotz Lockdown ist am Hauptbahnhof eine Menge los. Im Vergleich zum Frühjahr sind deutlich mehr auf dem Weg zur Arbeit. Viele sagen, sie gingen trotz Corona-Risiko gerne ins Büro. Andere dagegen würden lieber im Homeoffice bleiben. Um mich nicht anzustecken, weil ich eben sehr, sehr betagte Eltern habe und möglicherweise die auch anstecken könnte. Ne? Wenn man vom Bett auf den Bürostuhl gehen kann, ist dann schon angenehmer, wie erstmal eine Stunde hierher fahren. Und, ja. Klarere Regeln wären vielleicht schon gut. Warum? Ich denke mal, weil es zurzeit liegt es ja doch sehr in der Entscheidung des Arbeitgebers, ob er es genehmigt oder nicht. Auch er war heute Morgen unterwegs. Matthias Grundig arbeitet beim Pumpenhersteller KSB bei Ludwigshafen. Der Industriemechaniker setzt derzeit ein 7-Tonnen-Gehäuse zusammen. Für ihn und seine Kollegen gilt Werkhalle statt Wohnzimmer. Natürlich haben sich die Hygienevorschriften geändert, wo wir achten müssen. Mundschutz, Abstand halten, aber im Großen und Ganzen hat sich eigentlich nichts geändert bei uns in der Werkstatt. Fast leer dagegen das Verwaltungsgebäude nebenan. Personalmanagerin Claudia Kraus ist heute mal im Büro. Um Missgunst in der Belegschaft zu vermeiden, musste sie zu Beginn der Pandemie viele Gespräche führen. Ich glaube auch, dass sich die Kollegen aus den Fertigungsbereichen da wirklich benachteiligt gesehen haben, weil sie eben nicht die Chance hatten, die Pumpe mit nach Hause zu nehmen und dort weiterzuarbeiten. Ich habe schon den Eindruck, dass wir da ein gutes Miteinander gefunden haben und dass es keine größeren Konflikte gibt. Arbeiten im Keller neben dem Kinderwagen heißt es etwa für Lenz Schneider. Er ist Justiziar bei KSB. Er kann daheim bleiben, will aber so oft es geht ins Büro. Da kann ich mich auf meine Sachen konzentrieren. Und ich habe auch dort die bessere Ausstattung. Zwei Monitore, was ich sehr schätze, das habe ich jetzt zu Hause nicht. Arbeit verändert sich rasant. Das merkt man nicht nur bei KSB. Auch Forscher sagen, die Corona-Krise hat den Wandel nochmals beschleunigt. Eins ist definitiv klar. Wir kehren nicht zurück in eine alte Welt. In Zukunft gibt es nicht nur diejenigen, die zu Hause arbeiten können und diejenigen, die das eben nicht können, sondern es gibt eben ganz viele andere Möglichkeiten als solches. Und so hat jeder und jede im Betrieb tatsächlich die Möglichkeit der Individualisierung, der Art und Weise, wie Arbeit organisiert wird. Wie sieht die Arbeitswelt nach der Corona-Krise aus? Welche Veränderungen bleiben? Das dürften sich auch morgen viele auf dem Weg zur Arbeit und im Homeoffice fragen. Wo er und was er in Zukunft arbeiten wird, wissen wir noch nicht. Donald Trump hat sich knapp eine Woche nach der Erstürmung des Kapitols heute erstmals wieder dazu geäußert. Er weist jegliche Verantwortung von sich und sagt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren planten, sei eine Hexenjagd und bringe das Land in große Gefahr. Um hinzuzufügen, er wolle keine Gewalt. Claudia Buckenmeier in Washington. Hat er seine Anhänger damit zurückgepfiffen? Also wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich nicht wirklich den Eindruck. Er hat es zwar gesagt, er wolle keine Gewalt und Gewalt müsse immer vermieden werden, hat dann aber sofort umgeschwenkt, um andere zu beschuldigen. So hat er zum Beispiel gesagt, dass doch die Demokraten Nancy Pelosi und Chuck Schumer diejenigen seien, die eine Gefahr für das Land bedeuten würden, sprich nicht er selbst. Und er hat auch nochmal ausgeholt und erklärt, dass die Menschen seine Rede als absolut angemessen betrachten würden, die er gehalten hat, bevor
es zum Sturm aufs Kapitol kam. Und dann am Nachmittag, er war in Texas an der Grenze zu Mexiko, an der Mauer, da hat er dann nochmal gesagt, dass die freie Meinungsäußerung noch nie so bedroht worden wäre wie jetzt in diesen Tagen. Ein Umschwenken, Umdenken sieht für mich anders aus. Ich hatte wirklich das Gefühl, er weiß, er muss was gegen Gewalt sagen, aber wirklich verurteilt hat er das, was hier in Washington passiert ist und was in den nächsten Tagen noch drohen könnte, eigentlich nicht. Was folgt daraus? Wie groß ist denn die Sorge in den USA, dass es zur Amtseinführung von Joe Biden kommende Woche wieder zu Unruhen und Gewalt kommen wird? Also hier in Washington D.C. ist die Sorge sehr groß. Es werden bis zu 15.000 Mitglieder der Nationalgarde im Einsatz sein, anlässlich der Amtseinführung in den Tagen davor und danach. Und ein internes Memo des FBI warnt davor, dass es zu Unruhen sogar im ganzen Land kommen könnte. Die rechnen wieder mit einem Marsch auf das Kapitol hier in Washington, aber auch auf die Parlamente in vielen anderen Bundesstaaten. Von daher, die Sicherheitslage ist hier wirklich noch sehr, sehr unübersichtlich. Politiker erhalten Bedrohungen von Joe Biden bis hin zu einfachen Abgeordneten. Also von daher, die Sicherheitsbehörden sind unter großem Druck. Sie müssen beweisen, dass sie dieses Mal besser vorbereitet sind. Danke, Claudia Buchenmeier aus Washington. Ja, Donald Trump hat die USA an den Rand einer Revolte geführt, aber eine seiner wichtigsten Waffen wurde jetzt kaltgestellt. Sein Account auf der Social-Media-Plattform Twitter. Das hört sich erstmal nach internationalem Aufatmen an, der Mann, der hetzt und spaltet, ohne seine täglich mediale Munition. Aber ist das nicht Zensur? Sollten die sozialen Medien die Inhalte eigenständig regulieren? Christine Becker über die Debatte darüber in Deutschland und den Anlass in den USA. Der Sturm aufs Kapitol in Washington. Ein Sturm angefacht auch in den sozialen Netzwerken. Als Brandstifter gilt er, Donald Trump. Noch Präsident der USA, aber kein Twitter-Präsident mehr. Die großen Plattformen verweigern Trump die Nutzung. Anstiftung zur Gewalt lautet der Vorwurf. In der deutschen Politik teilweise Zustimmung. Wenn es da unterstützende Tweets gegeben hat, dann ist das richtig, dass Twitter da auch darauf reagiert. Aber das Unbehagen wächst. Wie umgehen mit der Macht der Netzkonzerne? Problematisch für die Meinungsfreiheit findet die Kanzlerin die Sperrung von Trump und nicht nur sie. Ich halte das für ein ausgesprochen schlechtes Signal. Es kann nicht sein, dass Tech-Oligarchen, dass die Konzerne entscheiden, wer fliegt und wer nicht fliegt. Grundsätzlich bin ich der Auffassung, wir können das nicht einfach Unternehmen überlassen, sondern es muss eine klare, verbindliche Regelung dafür geben, was im Netz möglich ist und was nicht möglich ist. Und das ist die Aufgabe von Politik. Doch es ist kompliziert. In Deutschland gibt es andere Regeln als in den USA. Schon jetzt mehr gesetzliche Pflichten für die Plattform, etwa was das Löschen von Hassrede angeht. Braucht es da trotzdem noch ganz andere Ansätze? Wir brauchen keine neuen Gesetze. Wir brauchen einen verstärkten gesellschaftlichen Diskurs darüber, was online gut und was schlecht für unsere Gesellschaft ist. Und wir müssen die Plattformen an ihre Verantwortung erinnern, nicht aus ökonomischen Gründen ethische und rechtliche Werte über Bord zu werfen. Doch wie könnte das funktionieren? Die EU will mit neuen Regeln für große Social-Media-Unternehmen vorangehen. Der richtige Weg, sagen viele Experten und Expertinnen. Besonders wichtig ist dabei, dass die Meinungsfreiheit gewahrt wird. Und dazu gehört vor allen Dingen auch, dass klar ist, nach welchen Kriterien gesperrt wird, dass Menschen diese Entscheidungen treffen und dass man gegen eine solche Entscheidung auch im Zweifelsfall rechtliche Mittel einlegen kann. Und noch ein Vorschlag, eine Art gesellschaftliches Mitspracherecht bei den großen Plattformen. Eine Idee, um zu verhindern, dass die Plattformen alleine entscheiden und dass die Staaten Zensur ausüben, wäre, einen Plattformrat zu gründen. Das wäre dann eine Institution, beschickt durch die Zivilgesellschaft und die Expertinnen und Experten, die dann Regeln aufstellt und sagt zum Beispiel, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist gefährlich und was sollen Plattformen weniger stark verbreiten. Es geht am Ende um Transparenz und Verantwortung und um die Frage, wie wir im Netz miteinander umgehen wollen. Die Landwirte haben keine Lust mehr, ein Bauernopfer zu bringen. Es war nicht das erste Mal, dass sich jene, die für viele unserer Lebensmittel sorgen, von Politik und Handel bedrängt fühlten.
Mit viel Wut im Bauch blockierten sie im Dezember die Lagerhallen von Lebensmitteldiscountern. Denn die Preise für Schweinefleisch und Butter seien viel zu niedrig. Nach dem Willen von Discountern sollten diese aber noch mehr fallen. Und während Handel und Landwirte am digitalen runden Tisch darüber sprechen, war Birgit Stamer-Johans mittendrin in Niedersachsen in Hude im Landkreis Oldenburg auf einem Bauernhof, auf dem die traditionelle Kuhhaltung nicht mehr das nötige Geld bringt. Damit sich eine 600-Kilo-Kuh freiwillig bewegt, braucht sie die richtige Ansprache. 160 Milchkühe leben auf dem Hof von Wilfried Wieting und seiner Familie. Dass jede ihre Eigenarten hat, weiß auch Auszubildende Sophia Sprock, drittes Lehrjahr. Man hat auch bestimmte Kühe, die haben bei uns auch schon so ein paar Namen oder so. Also das gehört schon dazu, dass man so bestimmte Kühe ganz genau weiß. Und eigentlich kennt man alle Kühe so vom Sehen. Aber hier ist es ja auch ein Familienbetrieb, dann ist das ja sowieso eher mal so, dass man die kennt. Im Stall von Wilfried Wieting und seinem Sohn Dennis steht sogenanntes Fleckvieh. Eine für Norddeutschland eher ungewöhnliche Rasse. Die Tiere setzen viel Fleisch an und geben gleichzeitig jede Menge Milch. Pro Kuh so um die 34 Liter am Tag. Ums Melken kümmern sich bei den Wietings nicht die Mitarbeiter, sondern drei Melkroboter. Rund 160.000 Euro kostet einer. Eine Investition, über die Dennis Wieting lange nachdenken musste. War vor 10 Jahren, wo dieser Stall gebaut wurde, haben wir uns entschieden, weiterzumachen, wachsen. Mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, wo das Wachstum nichts mehr bringt. Das heißt, wenn wir jetzt noch weiter wachsen, es bringt nicht mehr Erlös, nur dass wir immer noch mehr Arbeit bekommen. Täglich 12 Stunden Stallarbeit und dann kommt noch nicht einmal der Mindestlohn für ihn dabei heraus. Darüber kann Dirk Wieting sich aufregen. Schuld sei unter anderem der Milchpreis. 34 Cent hat er im Dezember für jeden Liter bekommen. Das war schon nicht kostendeckend. Und vermutlich sinkt der Preis noch weiter. Denn die großen Lebensmittelkonzerne machen offenbar Druck auf die Molkereien. Sie bestimmen den Preis, so der Landwirt. Der Verbraucher will mehr Tierschutz, mehr Tierwohl, Umwelt. Klimaschonend sollen wir arbeiten. Und der Einzelhandel will immer günstiger. Geiz ist geil. Und da haben wir zu lange weggesehen. Wir hätten viel eher auf die Straße gehen müssen und sagen müssen, halt, stopp, bis hier und nicht weiter. Wir können nicht mehr. Kundschaft. Familie Wieting zieht auch Kälber auf. Ja, also hier sind ja die Kleinen. Heute sollen zwei von ihnen den Hof verlassen. Der eine, der ist von 23.12. Aufzucht und Verkauf von Kälbern bringen immerhin noch Geld, im Gegensatz zur Milch. 3,30 Euro pro Kilo, also rund 260 Euro, bekommt Dennis Wieting für einen Kalb. Auch für den Mist, der so anfällt, haben Dennis und Wilfried Wieting eine Lösung gefunden. Eine Biogasanlage. Stromproduktion als zweites Standbein, weil es bei der Milch eben schlecht läuft. Aus Sicht in Zukunft war uns eigentlich klar, wenn wir hier weiter produzieren wollen in Deutschland und die Klimaziele auch erreichen wollen, dann ist das gerade so eine Anlage, wie sie eigentlich sein muss. Den Dunk und den Mist zu nutzen, um Energie zu produzieren. Wichtig ist ja auch, dass ein Hofnachfolger, der heute 36 ist und der soll noch irgendwelche Investitionen tätigen, dann muss er das jetzt tun. Und nicht so wie ich, wenn er 59 ist, dann braucht er nirgends mehr auftreten, dass er dafür Geld bekommt. Morgen soll bei einem runden Tisch mit Handel, Politik und Landwirten über Hilfen für die Milchbauern gesprochen werden. Dass nun alles besser wird für ihn, das glaubt Dennis Wieting allerdings nicht. Und wir schauen noch mal auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Für Eltern von Schul- und Kita-Kindern soll es weitere Hilfen geben. Einzelheiten von Judith Rakers. Das Bundeskabinett hat die Ausweitung des Kinderkrankengeldes während der Corona-Pandemie auf den Weg gebracht. Wie in der vorigen Woche angekündigt, kann jedes Elternteil bis zu 10 Tage zusätzlich mit geringen Gehaltseinbußen freinehmen, wenn Kita oder Schule geschlossen sind. Insgesamt also 20 Tage. Alleinerziehende haben nun Anspruch auf 40 Tage Kinderkrankengeld. Um die Belastung der gesetzlichen Krankenkassen auszugleichen, zahlt ihnen der Bund pauschal 300 Millionen Euro.
Angesichts hoher Infektionszahlen verschärft Bayern die Maskenpflicht. Von Montag an müssen im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften FFP2-Masken getragen werden. Einfache Mund-Nasen-Bedeckungen reichen nicht mehr aus. FFP2-Masken bieten einen höheren Schutz, sind aber auch deutlich teurer und können nicht über einen längeren Zeitraum genutzt werden. Die Begriffe Corona-Diktatur und Rückführungspatenschaften sind die Unwörter des Jahres 2020. Erstmals hat die mehrheitlich aus Sprachwissenschaftlern bestehende Jury zwei Wörter gekürt. Die Formulierung Corona-Diktatur untergrabe die Bemühungen zur Viruseindämmung und verharmlose tatsächliche Diktaturen, so die Jury. Den Begriff Rückführungspatenschaften nannte sie zynisch und beschönigend. Er bezeichnet einen von der EU geplanten Mechanismus zur Abschiebung von Flüchtlingen. Der schwedisch-britische Pharmakonzern AstraZeneca hat eine Zulassung seines Corona-Impfstoffes bei der Europäischen Arzneimittelbehörde beantragt. Damit könnte bereits Ende des Monats ein drittes Präparat für die EU bereitstehen. Der Impfstoff von AstraZeneca wird unter anderem bereits in Großbritannien eingesetzt. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. AstraZenecas Impfstoff hat in Tests hohe Wirksamkeit gezeigt, wenn auch eine etwas geringere als bei den Impfstoffen der Konkurrenz. Dafür bietet AstraZeneca seinen Impfstoff viel günstiger an, für rund 2 Euro pro Dosis. BioNTech/Pfizer verlangen fast das Siebenfache. Mit dem niedrigeren Preis ist viel weniger zu verdienen. Einer der Gründe, weshalb die AstraZeneca-Aktie beim Börsenhype der Impfstoffhersteller außen vor geblieben ist. Rund 9% hat sie binnen Jahresfrist verloren. Während der Studienphase kam es außerdem vereinzelt zu Unverträglichkeiten bei Probanden. Neben dem Impfstoff hat AstraZeneca ein Corona-Medikament in Aussicht gestellt, das in Tests bei Infizierten den Ausbruch der Krankheit verhindert und auch bei Immungeschwächten gewirkt hat. Hier wird die Zulassung bis spätestens April erwartet. Im DFB-Pokal spielten heute Abend zwei Mannschaften, die in den letzten Jahren im Wettbewerb sehr erfolgreich waren. Eintracht Frankfurt gewann 2018 das Endspiel, Leverkusen stand 2020 im Finale. Heute ging es um den Einzug ins Achtelfinale. In der Bundesliga hatte Frankfurt vor 1,5 Wochen gegen Leverkusen gewonnen. Aber wie heißt es doch in bester Fußballsprache, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ob die wirkten? Robert Hunke. Leverkusens Trainer Peter Bosch und die Chance, es im Pokal besser zu machen als zuletzt in der Liga. Die Gäste aus Frankfurt in den weißen Trikots, aber die bessere Mannschaft zu Beginn. Und nach Vorlage von Durm, Kamada und André Silva mit dem 0:1 nach 6 Minuten durch Armin Younes. Leverkusen mit Schwierigkeiten, wird dann aber besser und bekommt nach diesem Handspiel von Erik Durm einen Elfmeter zugesprochen. Nach einer knappen halben Stunde Lucas Alario, der Argentinier, mit dem 1:1 Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel Leverkusen mit dem Freistoß durch Demirbay, Innenverteidiger Tapsoba 2:1, leicht abseitsverdächtig, im Pokal gibt es aber in der zweiten Runde keinen Videobeweis. Leverkusen nun deutlich stärker und nach Amiris Kraftakt als Vorlage ist es Moussa Diaby in der 66. Minute zum 3:1. Die Rheinländer verlieren noch Tah mit einer roten Karte, was aber keine Auswirkungen mehr hat. Ganz im Gegenteil, Diaby trifft noch zum 4:1. Leverkusen ist weiter und trifft im Achtelfinale auf Rot-Weiß Essen. Carsten, heute Morgen schien, hallo, heute Morgen schien in Hamburg herrlich die Sonne. Gibt es davon mehr? Es könnte auf jeden Fall mehr geben, aber heute war es nicht nur in Hamburg, sondern verbreitet im Norden Deutschlands sehr sonnig. Als Beweis ein Foto kurz vorm Sonnenuntergang von der Insel Sylt. Traumhaft. Aber ich muss sofort auf den morgigen Nachmittag und Abend springen, denn es bewegt sich einiges beim Wetter. Morgen Nachmittag 15 Uhr haben wir ein kleines Sturmtief über der Ostsee. Und das zieht dann im weiteren Verlauf morgen am späten Nachmittag und Abend einmal mit Sturmböen und das pinkfarbene sind Schneefälle über den Osten und über die Mitte Deutschlands hinweg. Und diese blaue Färbung zeigt, wenn das Tief abgezogen ist, wird es überall in Deutschland noch einmal kälter, weil dieses Tief kalte Luft aus Skandinavien ansaugt. Jetzt schauen wir auf das aktuelle Wetter. In der Nacht weitere Schneefälle, zum Teil kräftig am Alpenrand und es reißt auf. In der gesamten Südhälfte kann es sehr glatt werden heute Nacht. Und dann kommt schon morgen diese erste Front mit Sturmböen, zum Teil in tieferen Lagen als Regen. Und hier kommt dann das Tiefdruckzentrum am Abend hinterher. Die Temperaturen nachts im Osten und im Süden frostig, deshalb Achtung, glatte Straßen, nur im Nordwesten bleibt es frostfrei. Tagsüber bleibt es vor allem in den Mittelgebirgen frostig, im Westen noch mal bis zu 5 oder 6 Grad Wärme. Aber am Nachmittag und Abend wird es aus Norden heraus überall kälter. Die weiteren Aussichten:
Schneefall am Donnerstag im Erzgebirge, im Südwesten Schnee oder Regen, am Freitag im Südwesten weiterhin Schneefall. Dazwischen Platz zwischen den Wolken für große gelbe Bälle oder besser gesagt für einen großen gelben Ball für die Sonne. Danke, Carsten. Und hier wird gleich zum Club 1 geladen, dem Talk am Dienstag. Das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt meldet sich heute um 0.40 Uhr. Und uns sehen Sie morgen schon in der Halbzeit des Fußballpokalspiels, 21.35 Uhr. Bis dann.